Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, herzlich willkommen heißen bei der 7. Veranstaltung in der Reihe Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Schön, dass Sie hier sind, schön, dass Sie gesund sind, dass Sie nicht krank geworden sind um die Zeit. Es sind ja viele auch krank. Es geht heute um das Thema Lob der Vernunft-Ehe und um ein Plädoyer für mehr Realismus in der Liebe. Dieses Thema soll Ihnen wohltun. Denn Ziel dieses Abends ist es, Ihnen geistige Kost anzubieten, die Sie um einige Kilo leichter macht. Natürlich nicht im körperlichen Bereich, sondern im emotionalen Bereich. Wir wollen Ihren Beziehungsrucksack um einige Kilo leichter machen, Ihnen einige Lasten abnehmen, die Sie niederdrücken, damit Sie dann erleichtert und vielleicht sogar stolz auf Ihre Partnerschaft nach Hause gehen können. In einem anderen Bild könnte man sagen, Ziel ist es, den Nebel zu lichten, der sich über Ihre Beziehung gelegt hat, damit die Sonne wieder durchkommt und damit die Sonne Ihre Partnerschaft, Ihre Liebe, Ihre Ehe mit Ihrem freundlichen Licht wärmen und erhellen kann. Beim Start dieser Reihe im vergangenen Herbst, da ging es darum, wie man beruflichen Stress, berufliche Belastungen vermindern, abbauen und reduzieren kann. Heute geht es um privaten Stress, der uns oft mehr zu schaffen macht als der berufliche, nämlich der Beziehungsstress in einer Partnerschaft, in einer Ehe. Wer uns dabei helfen wird, diese Last um einiges leichter zu machen, das ist Dr. Arnold Retzer. Er ist Arzt, Psychologe und Paartherapeut. An der Universität Heidelberg lehrt er Psychotherapie. Er leitet das Systemische Institut Heidelberg, das er auch gegründet hat. Arnold Retzer bildet seit vielen Jahren Psychotherapeuten und Berater aus. Und er hat mehrere Bücher geschrieben, zuletzt dieses Buch Lob der Vernunft-Ehe, eine Streitschrift für mehr Realismus in der Liebe. Dieses Buch hat mich von Anfang an elektrisiert, fasziniert, gefällt mir ausgezeichnet und ich freue mich sehr, ich bin froh, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Herr Dr. Retzer. Vielen Dank für die Einladung. Sie schreiben ja nicht nur über die Ehe, sondern Sie haben auch Ihre eigenen Erfahrungen. Sie sind verheiratet? Ja. Wie lange? Seit 23 Jahren. Mit derselben Frau? Ja, also das Buch ist sozusagen im Selbstversuch getestet worden zunächst und das ist eines der Ergebnisse, wenn man so will. Wenn man Sie fragt, das tun ja Journalisten gerne, was ist das Erfolgsrezept Ihrer Ehe? Also das wichtigste Erfolgsrezept ist, dass wir es bisher unterlassen haben, uns voneinander scheiden zu lassen. Damit will ich sagen, dass vieles an Erfolg in einer Ehe auch in Unterlassungen von Dingen geschehen kann, die man möglicherweise, wenn man sie nicht unterlässt, eine Ehe an die Wand fahren lässt oder ähnliches. Ja? Trotzdem gefällt mir, dass Sie im Buch schreiben, dass Sie in dem Sinn überhaupt nicht abgeklärt sind oder über den Dingen stehen, sondern Sie notieren irgendwo ein Ende von beidem und gemeint sind Enttäuschungen und Irrtümern, wie von Erfolg, scheint nicht in Sicht. In Vorarlberg sagt man, man lernt nie aus. Ja, da ist was dran. Die Zukunft hat ja das wichtigste Merkmal, dass sie nicht bekannt ist. Sonst wäre sie ja nicht die Zukunft, sondern wäre die Vergangenheit. Also insofern zu wissen, dass man jetzt schon alles gelernt hat und die Zukunft nicht offen ist, wäre völlig unlogisch. Bei Ihnen sind es 23, bei mir werden es heuer 30 Jahre, dass ich verheiratet bin. Zusammen werden es dann 53 Jahre, die hier vorne stehen. Ja? Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht.
Manchmal fühlt man sich da etwas altmodisch, nicht ganz auf der Höhe der Zeit, weil ja auch oft die Ehe so mit einem hämischen Unterton als Auslaufmodell, als etwas Überholtes, als etwas Rückständiges bezeichnet wird. Ja, das ist natürlich eine Fehlinformation oder eine Wahrnehmungstäuschung, der man da unterliegt. Ja. Also allein die Zahlen, statistische Zahlen, widersprechen diesem Modell des Auslauf, der Vorstellung des Auslaufmodells. In Deutschland, in Österreich weiß ich das nicht, weil in Österreich gilt ja das Motto Austria Nube, du glückliches Österreich heiratest, von daher ist das wahrscheinlich sowas wie Eulen nach Athen tragen hier. In Deutschland ist es so, dass mehr als die Hälfte aller erwachsenen Deutschen verheiratet sind. Das sind also die eheähnlichen Paarbeziehungen noch gar nicht eingerechnet. Und von diesen sind wiederum etwa 60% schon 45 Jahre verheiratet. Also von einem Auslaufmodell zu sprechen, ist absolut unsinnig. Aber woher diese Idee kommt, des Auslaufmodells, das ist natürlich das, was uns vermittelt wird in den Massenmedien. Eine langdauernde, möglicherweise sogar eine zufriedenstellende Ehe ist kein Thema, um damit Zeitungen oder Ähnliches zu verkaufen. Deshalb lesen wir immer wieder von gescheiterten Ehen oder von Ehen in Krisen. Und auch in der schöngeistigen Literatur, in der Belletristik, finden wir sehr viele Geschichten über gescheiterte Ehe, über Ehebrüche und Ähnliches. Kaum ein Roman, der irgendwie eine glückliche Paarbeziehung schildert. Ja, Tucholsky hat das schon vor über 70 Jahren sehr schön formuliert in einem Gedicht, dass er sagt, also seine Ehe war zum größten Teil verbrühte Milch und Langeweile und deshalb wird beim Film am Schluss beim Happy End gewöhnlich abgeblendet. Also das sind so diese irrigen Vorstellungen, die wir entwickeln, das entspricht nicht den Tatsachen. In der Realität ist die Ehe besser als ihr Ruf. Ja, und es lebten auch noch niemals in der Geschichte der Menschheit so viele Menschen mit einem und demselben Partner so lange zusammen wie heutzutage. Einfach durch die längeren Lebenszeiten. Vor 100 Jahren, wenn man dann mit 25 geheiratet hat, dann hat sich spätestens nach 25 Jahren Freund Hein dieser Ehe erbarmt oder hat dann zugeschlagen. Also hat der Tod die Ehe beendet. Inzwischen muss man mit 25 heiratet, mit weiteren 60, vielleicht sogar 70 Jahren retten. Wir sind ja ein schönes Beispiel dafür. Vielleicht noch ganz kurz zum Begriff, wenn Sie von Ehe sprechen, meinen Sie und meinen wir jetzt in diesem Gespräch ja nicht nur die formal wirklich geschlossene Ehe vor dem Standesamt oder in der Kirche, sondern einfach generell auch langdauernde Partnerschaften, auch wenn es keinen Trauschein gibt. Absolut, ich mache da keinen Unterschied. Dass die juristischen Unterschiede, zumindest in Deutschland, zwischen der juristischen Form einer Partnerschaft, einer Ehe und einer eheähnlichen Partnerschaft lösen sich immer mehr auf. Ich verstehe auch darunter nicht nur heterosexuelle Paarbeziehungen, sondern auch homosexuelle Paarbeziehungen. Also dieser Begriff der Ehe, der ist für mich nicht reserviert nur für die juristische Form einer Partnerschaft. Ich finde das Buch wunderbar. Was sagt Ihre Frau zu dem Buch? Ist sie mit allem einverstanden? Wie kommentiert sie das, was Sie schreiben? Solange die Verkaufszahlen stimmen, ist das in Ordnung. Ich bin auch mit dem Auftrag gekommen, auch heute Abend dafür zu sagen, kaufen Sie dieses Buch. Ich habe eine fünfköpfige Familie und fühle mich immer noch als der Hauptsponsor dieser Familie. Und das würde auch paardynamisch einiges helfen, wenn Sie dieses Buch kaufen würden. Das Buch ist zur Freude von uns Lesern als Taschenbuch erschienen. Für den Autor ist es nicht so gut, weil am Taschenbuch verdient der Autor kaum mehr etwas. Die Buchhandlung Brüll hat draußen freundlicherweise auch einen Büchertisch. Vielleicht können Sie auch, wenn Sie interessiert sind, das eine oder andere Buch mitnehmen. Also vielleicht doch noch zu meiner, das ist natürlich ein Teil, der halb ernst gemeint ist, ja. Ich bin ja der Meinung, dass ich auch als erfahrener Paartherapeut und Wissenschaftler, der sich seit vielen Jahrzehnten mit der seltsamen Organisationsform einer Paarbeziehung beschäftigt, dieses Buch geschrieben hat. Damit ist meine Frau nicht so ganz einverstanden. Also sie meint, dass die wesentliche Quelle
für die Ideen dieses Buches der Selbstversuch war, den sie mit mir veranstaltet hat. Okay, nicht die Erkenntnis, nicht die Wissenschaft. So sind die Frauen. Gut, direkt zum Thema. Sie schreiben in der Einleitung, in diesem Buch soll eine Lanze gebrochen werden für den vernünftigen Umgang mit unseren Träumen von der ewigen Liebe. Was träumen wir, wenn wir von der ewigen Liebe träumen? Es kommt darauf an, wann wir träumen. Am Anfang haben wir andere Träume als später. Manchmal meinen Menschen auch, später kommen die Albträume. Also am Anfang, wenn man sich ineinander verliebt, hat man natürlich Träume davon, dass man ein Herz und eine Seele wird, dass man denjenigen jetzt getroffen hat, der der Einzige ist, der zu einem passt. Jemand, der einen voll und ganz versteht, und man träumt davon, dass man, jetzt etwas überspitzt formuliert, das Paradies doch noch auf Erden inszenieren kann. Manche Paarforscher meinen, das Ganze dauert maximal 7 Monate. Dieses psychiatrische Durchgangssyndrom sozusagen der ersten Verliebtheit, wo wir auch viele wirklich psychiatrische Symptome haben, also Konzentrationsstörungen, also das meint, wir konzentrieren uns immer nur auf eine Person, auf ein Thema, wir haben Schlafstörungen, wir haben Körperhalluzinationen, also Sie müssen sich nur in der Gebrauchslyrik umschauen. Ich weiß nicht, ob Peter Maffay ist, der auch in Vorarlberg. Natürlich wird immer gespielt von Radio Vorarlberg. Wenn ich gehe, geht nur ein Teil von mir, singt er in einem Song. Also das sind typische Körpererfahrungen, die man in der Phase der Verliebtheit hat. Wenn Sie diesen Satz, wenn ich gehe, geht nur ein Teil von mir, einem Psychiater in einem bestimmten Kontext erzählen, der wird dann sagen, da kann man was machen. Das sind zunächst die Träume, die da sind. Ja? Und dann später, wenn man sich entschließt, zusammenzuziehen, vielleicht eine Familie zu gründen und Ähnliches, dann stellen sich möglicherweise andere Träume ein. Aber Träume, die möglicherweise mit anderen Themen besetzt sind. Ja? Also mit dem Thema, wie kann ich, obwohl ich jetzt mit jemandem so eng zusammenlebe, meine Autonomie wahren? Wie kriege ich den anderen dorthin, wo ich denke, dass er gut aufgehoben ist und Ähnliches? Träume sind was Schönes, das wissen wir alle, ja? Aber das Leben nur nach Träumen zu organisieren, kann zu einer großen Strafe werden und zu viel Leid führen. Sie haben ja einige Annoncen abgedruckt, die sind immer ganz interessant, die Annoncen der Partnervermittlung zu lesen, aber eine ist drinnen, die illustriert das ganz schön. Da schreibt eine Frau, die Tür von innen schließen möchte ich mit dir, eine junge, 33, schlanke Eva. Draußen bleiben soll Einsamkeit, Lieblosigkeit, Kälte, Flüchtigkeit, das Normale. Drinnen sollen sein Zärtlichkeit, Güte, Geborgenheit, Verständnis, Spontaneität, Romantik, ein Hauch von Erotik. Ja, unabhängig wie diese Träume sind, diese früheren oder die späteren Träume, im Alltag zeigt es, dass sie schwer zu verwirklichen sind, dass es ständig eine Kluft gibt zwischen dem Geträumten, dem Vorgestellten und dem, was erreicht ist, zwischen dem, was offenbar prinzipiell möglich wäre und dem, was Realität ist. Und genau in diese Bresche, in diese Kluft hinein springen die Ratgeber, auch zum Teil die Psychotherapeuten, die uns sagen, dass es doch möglich wäre, die Träume zu verwirklichen, wenn man sich anstrengt, wenn man alles richtig macht. Ist es sinnvoll, sich nach solchen Ratgebern zu richten? Lohnt es sich, diesen Anleitungen zum Glücklichsein zu folgen, sich abzustrampeln, abzumühen? Also mein Ratschlag ist, richten Sie sich nicht nach Ratschlägen. Der Ratschläge gibt es viele, in der Tat. Sie brauchen nur in Buchhandlungen zu gehen und Sie werden dort umzingelt sein von Ratschlägen, wie man es in der Kindererziehung richtig machen kann, wie man es in Paarbeziehungen richtig machen kann und Ähnliches.
Wenn Sie es dann ernst nehmen, wenn Sie den Ratschlag, das Buch über die Ratschläge mit nach Hause nehmen und versuchen, diese Ratschläge umzusetzen, weil Sie möglicherweise die Träume, die Erwartungen, die Vorstellungen, die Sie haben, verwirklichen wollen. Und es hat wieder nicht so ganz geklappt. Ja? Also der Partner verhält sich nicht so, wie er sich eigentlich verhalten müsste, wenn die Ratschläge gezogen haben, dann sind sie nicht nur nicht an dem Ziel, was sie sich vorgenommen haben, sondern sie sind sogar noch schuld daran, weil sie die Ratschläge nicht richtig umgesetzt haben. Also die Ratschläge führen dazu, dass wir ständig enttäuscht werden und dass die Messlatte der Erwartungen mindestens so hoch gelegt bleibt oder sogar noch höher geht. Ja? Also diese Heiratsannonce, die Sie eben vorgelesen haben, ist ja ein schönes Beispiel dafür, für einen Traum oder für eine hohe Erwartung, was da alles passieren soll. Also das ist so, ich nenne das etwas nüchterner, die Exklusivität einer Paarbeziehung, wo Drittes ausgeschlossen ist, zum Beispiel die kalte Welt da draußen, und wo eine unzensierte Kommunikation stattfindet. Also man kann sich dem anderen alles sagen, man hat ein Gehör für alles, was der andere sagt. Also alles, was einem durch die Synapsen streicht, kann dem anderen zugemutet werden. Das schreibt im Grunde genommen diese Frau. Spätestens mit der Geburt des ersten Kindes wird man merken, dass das nichts mehr ist mit dieser Exklusivität. Ja? Also diese unzensierte Kommunikation kann nicht mehr stattfinden, weil der Partner einschläft, weil er die Nacht mit dem Kind schreiend und Ähnlichem verbracht hat. Ja? Und mit der Exklusivität ist es auch nicht mehr, weil wir haben den ersten terroristischen Angriff auf eine Liebesbeziehung zu registrieren, nämlich die Geburt des ersten Kindes. Wenn dann versucht wird, diese Idee weiter durchzuführen, kann das zu viel Leid führen. Besonders Männer in der ersten Phase der Geburt des ersten Kindes gewöhnen sich etwas schwieriger daran, dass es mit der Exklusivität nichts mehr ist, dass ihnen sogar die Partnerin nicht mehr exklusiv körperlich zur Verfügung steht, sondern dass da jemand da ist, der unter Umständen sogar mehr von der Körperlichkeit des Partners hat. Ja, Sie bringen das in Ihrem Buch ganz schön auf den Punkt, also was passiert, wenn man diesen Anleitungen zum Glücklichsein folgt. Sie schreiben, je mehr wir uns bemühen, desto realistischer wird das Scheitern. Das heißt, die Anleitungen zum Glück entpuppen sich in ihrer Wirkung schlussendlich als Anleitungen zum Unglück. Also da muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr spezifisch zu sagen. Also die Ratgeber, die das Glück einem sozusagen nahelegen wollen und das Glück zu einer machbaren Sache machen wollen, die führen unter Umständen zu einer größeren Wahrscheinlichkeit des Unglücks. Das sind aber nicht allein die Ratgeber, sondern es gibt einen Wertewandel. Ja, mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung wird deklariert, es gibt das Recht auf das Glück. Dort, wo es das Recht auf das Glück gibt, kann es nach einer gewissen Zeit die Pflicht zum Glück geben. Dann muss man sich anstrengen, um glücklich zu sein, mit Hilfe von Ratgebern oder Glückstherapeuten und sonst jemandem. Und wenn man es wieder nicht geschafft hat, wenn man nicht glücklich geworden ist, dem Anspruch entsprechend, ist man nicht nur unglücklich, sondern auch schuld. Es gibt also nur noch die beiden extremen Zustände von Glück, was meistens unerreichbar ist, und dem Unglück. Dazwischen gibt es nichts mehr. Ja? Und der Begriffswandel ist der, in der Antike hieß das lateinische Wort für Glück noch Fortuna. Fortuna war auch die Göttin des Zufalls oder des Schicksals. Das heißt, man hatte Glück, wenn einem die Schicksalsgöttin sozusagen günstig gesonnen war. Heute darf das keine Angelegenheit des Zufalls oder des Schicksals sein, sondern das muss machbar sein. Wir müssen alle Schmiede unseres Glückes sein und werden dabei so wahnsinnig unglücklich. Und besonders in Paarbeziehungen spielt das eine große Rolle, auch sonst, wenn ich ganz individuell allein probiere, das Glück strategisch herbeizuführen und zu kontrollieren. In Paarbeziehungen wird es ja besonders erschwerend, wenn man sogar noch für sich das Ziel hat, nicht nur selbst zum Schmied seines eigenen Glückes zu werden, sondern, welches Unglück, den Partner auch noch glücklich machen zu wollen. Ja? Das hat man ja noch weniger in der Hand. Da verspricht man sich, ich mache dich auch noch glücklich, und verspricht etwas, was man nicht halten kann. Man sollte sich lieber daran halten, an die Dinge und die Dinge versprechen, die man halten kann. Ja? Zum Beispiel?
ordentlich angezogen morgens zum Frühstück kommen, auf die bekannten Worte verzichten, die einem einen bunten Abend bescheren mit der Partnerin, sich auch auf die, sich für die Dinge zu interessieren, die den Partner interessieren, ja? Also egal was das ist, ob das Fußball ist, fernöstliche Philosophie oder gibt es eigentlich eine österreichische Volksmusik auch? Ja, die österreichische Volksmusik oder ähnliches. Ja. Also das wären realistische Versprechen. Ja, ja. Also haltbare Dinge, die man einhalten kann, die sollte man sich versprechen und nicht so etwas Unwichtiges wie das Glück. Also wenn ich doch nur einen Ratschlag geben kann für Paare, pfeifen Sie auf das Glück. Okay. Anders formuliert empfehlen Sie im Buch, die Ehe von unrealistischen Erwartungen zu entlasten. Und Sie beschreiben, dass es darum geht, was wir besser aufgeben, nicht mehr fordern müssen und sein lassen können. Heißt das, dass die Vernunft-Ehe über weite Strecken eine Kunst des Loslassens ist? Also ich habe dieses Buch Lob der Vernunft-Ehe genannt, was ein paar Missverständnisse hervorgerufen hat, dass man eine Vernunft-Ehe mit einer arrangierten Ehe verwechselt hat, also wie das vor 200 Jahren war, wo der Vater der Braut und der Vater des Bräutigams sich einig geworden sind, weil die Felder so günstig liegen, dass man die Kinder miteinander verheiratet. Ich habe das Vernunft-Ehe genannt, wobei die wichtige Frage ist, was versteht man unter Vernunft? Vernunft ist ja auch so ein schillernder Begriff. Und für mich gibt es zwei Merkmale der Vernunft, die eine wichtige Rolle spielen bei dem, was das Loslassen oder Ähnliches angeht. Für mich gehört zur Vernunft das sich Vergewissern der Grenze oder der Begrenztheit bestimmter Ideen, bestimmter Vorstellungen, bestimmter Erwartungen, auch bestimmter Handlungsweisen. Also beispielsweise, ich als Arzt würde sagen, zur ärztlichen Vernunft gehört es dazu, um die Grenzen meiner Kompetenz und meiner Fähigkeiten zu wissen und diese zu berücksichtigen. Und der zweite Punkt, der für mich zur Vernunft dazu gehört, ist, dass man vernünftigerweise versucht, aus Erfahrungen zu lernen oder auf die Anstrengung, dumm zu bleiben, zu verzichten. Das heißt, es nutzt einem nichts, Erfahrungen zu machen. Wenn man nicht daraus lernt, nutzen die einem nichts. Das heißt, sich Erfahrungen anzuschauen und zu schauen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und besonders das, was nicht funktioniert hat, nicht mehr weiter fortzuführen. Dann wären wir bei der Frage des Weglassens. Um ein Beispiel dafür zu geben. Man heiratet und man sagt sich, ach, netter Kerl, sonst würde man nicht heiraten. Man sagt sich gleichzeitig am Hochzeitstag, der hat 2, 3 Macken, aber das kriegen wir auch noch hin. Gemeint ist damit, das kriege ich noch hin oder anders ausgedrückt, dich kriege ich auch noch hin. Inzwischen sind, wenn man Glück hat, 10 oder 15 Jahre ins Land gegangen. Der Partner, fast hätte ich mich verspreundet gesagt, der Gegner, der Partner hat mindestens die Macken in der gleichen Ausführung wie am Hochzeitstag. Aber in der Zwischenzeit ist möglicherweise ein Großteil von ehelicher Lebensqualität auf der Strecke geblieben. Bei dem vergeblichen Versuch, dem Partner die Macken auszutreiben. Und der Macken, gibt es den Begriff auch in Vorarlberg? Ja? Ich sehe, Sie haben sich vorbereitet, Sie wissen, wovon ich rede. Unter Macken verstehe ich bestimmte Lebensstile, bestimmte Dinge, die man möglicherweise mit der Persönlichkeit oder die Dinge, die von hohem Wert für den Partner sind. Wenn dann versucht wird, dem Partner die Macken auszutreiben, ihn zu verändern, wird der Partner das als Angriff auf seinen Lebensstil erfahren und er wird vernünftigerweise mit Verteidigung auf diesen Angriff reagieren. Wir haben dann die paradoxe Situation, je mehr man versucht, den Partner zu verändern, umso mehr bleibt er derselbe. Und in dem Falle wäre die Vernunft, würde darin bestehen, es aufzugeben. Ja, also im Weglassen, im Loslassen dieser Vorstellung, ich werde meinen Partner noch hinbekommen, dort, wo ich meine, dass er richtig aufgehoben ist. Wer das schon mal versucht hat, wird feststellen, dass unter Umständen, keine Garantie,
plötzlich diese Macken sich wie von selbst verändern. Weil der Partner nicht mehr damit beschäftigt ist, den Angriffen eine Gegenwehr entgegenzusetzen und unter Umständen diese Macken sich auflösen wie durch Zauber, aber das ist erklärlich dadurch, dass der Angriff nicht mehr stattfindet. Also das wäre ein Beispiel für das Weglassen. Man kann eine Ehe, und ich vergleiche das in meinem Buch, auch mit einem Kunstwerk vergleichen. Es ist vielleicht sogar ein schönes Kunstwerk. Es gibt ja zwei Arten, wie Künstler Kunstwerke herstellen. Das eine ist, dass ein Maler zum Beispiel der leeren Leinwand Farbe hinzufügt und dadurch das wunderbare Gemälde entsteht. Das wäre, das Kunstwerk entsteht durch Hinzufügung von etwas. Und dann gibt es Kunstwerke, die der Bildhauer schafft, der den überflüssigen Marmor wegschlägt und dann entsteht daraus eine wunderbare Skulptur. Ich meine, eine erfolgreiche Ehe, eine Vernunftehe entsteht eher als Kunstwerk, wie der Bildhauer durch Weglassen etwas schafft wie eine wunderbare Skulptur. Und ein Beispiel wäre das Aufgeben von Macken. Ein ganz anderer, nüchterner Vergleich für den Umgang mit zu hohen Erwartungen, für diese Kluft zwischen Ist- und Sollwerten. Diesen Vergleich bringen Sie am Beispiel der Zentralheizung. Ja. Können Sie uns das einmal erklären, ja, bei der Zentralheizung, wie das ausschaut? Ja, also vielleicht zunächst einmal, ich wollte Ihnen auch eine frohe Botschaft bringen. Die gute Nachricht ist, es gibt keinerlei Probleme auf der Welt. Ist es nicht schön? Es gibt nur Tatsachen. Tatsachen haben allerdings absolut keine Bedeutung. Damit Tatsachen eine Bedeutung bekommen, zum Beispiel eine negative Bedeutung als Problem, muss es jemand geben, der den Tatsachen eine negative Bedeutung gibt. Erst dann sind die Tatsachen ein Problem. Eine zweite Definition eines Problems ist, jetzt etwas akademisch gesprochen, ein Problem ist eine negativ bewertete Soll-Ist-Differenz. Damit meine ich, es gibt eine bestimmte Vorstellung, eine Erwartung, etwas, was sein soll, zum Beispiel die monatliche Beischlaffrequenz sollte, ich greife jetzt einfach mal eine Zahl heraus, das muss sich niemand persönlich angesprochen fühlen, die monatliche Beischlaffrequenz sollte 10 sein. Die monatlich registrierte Beischlaffrequenz ist aber wieder eine willkürlich herausgegriffene Zahl 1. Jetzt haben wir eine Soll-Ist-Wertdifferenz von 9 mal. Wenn diese Differenz negativ bewertet wird, dann haben wir ein Problem. Jetzt komme ich zur Zentralheizung. In einer Zentralheizung kann man einen Sollwert einstellen. Im Thermostat wird eine bestimmte Temperatur eingestellt, beispielsweise 25 Grad Raumtemperatur. Jetzt misst die Zentralheizung die aktuelle Raumtemperatur und stellt fest, das sind 15 Grad Celsius. Wir haben also eine Soll-Ist-Wertdifferenz von 10 Grad Celsius. Jetzt bewertet die Heizung diese Differenz negativ. Jetzt hat die Heizung ein Problem. Negativ bewertete Soll-Ist-Differenz. Probleme sind dazu da, gelöst zu werden. Also fängt die Heizung an, dieses Problem zu lösen und stellt Wärmeenergie her. Der Brenner wird angeworfen und so weiter und so weiter. Gelingt der Heizung, den Istwert von 15 Grad Celsius auf 25 Grad Celsius hochzufahren, hat die Heizung kein Problem mehr. Ja? Jetzt kann es aber sein, durch welche Umstände auch immer, das Haus ist nicht gut isoliert, es ist ein besonders strenger Winter, der Brenner ist überfordert, dass die Heizung bei dem Versuch, ihr Problem zu lösen, ihre Existenz aufs Spiel setzt. Das heißt, Gefahr läuft, kaputt zu gehen. Der Versuch, ein Problem zu lösen, kann hochproblematisch sein. Gott sei Dank gibt es eine zweite Möglichkeit, Probleme zu lösen. Wir Heizungsfachleute sagen dazu Einstellungsänderung. Das heißt, dass der Sollwert verändert wird. Im Extremfall von 25 auf 15 Grad runtergestellt wird, dann haben wir wieder kein Problem, weil es keine negativ zu bewertende Soll-Ist-Differenz gibt. Ja? Und ich meine, dass
die meisten Probleme in Paarbeziehungen unlösbare Probleme sind. Sich einen Partner anzuschaffen, den Partner zu heiraten, heißt, sich ein paar unlösbare Probleme anzuschaffen. Wenn man versucht, unlösbare Probleme zu lösen, hat man wirklich ein Problem. Das heißt, die Möglichkeit, mit dem Partner zu leben, schließt auch die Möglichkeit ein, den Sollwert bei der Heizung am Thermostat, den Wert zu verändern, zum Beispiel durch das Aufgeben dieses Sollwertes. Ja? Das fällt uns ja so furchtbar schwer. Bleiben wir nochmal bei der Zentralheizung, noch gar nicht bei der Beischlaffrequenz. Wenn dort der Sollwert von 25 heruntergefahren werden soll auf den Istwert von 15, dann sagt man ja, du spinnst, ich erfriere, oder die Frau sagt zum Mann, du bist so geizig und drehst immer die Heizung ab, und der Mann sagt, du wählst die Grünen und dabei bist du die größte Umweltverschmutzerin. Also wir wollen an dem Sollwert festhalten. Auf den Istwert herunterzufahren scheint uns irgendwie unerträglich, oder man meint, dass man dieses zu wenig nicht aushält. Also eben, man erfriert bei der Heizung. Wir kommen dann gleich noch zur Beischlaffrequenz. Sie mögen das mit der Heizung lieber. Na, ich möchte einfach dramatisch die Spannung aufbauen. Ja, 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 ja. Das machen Sie geschickt. Ja. Ja. Okay, wir können gleich. Nein. Okay. Natürlich, also wir sind sozusagen manchmal mehr verliebt in unsere Vorstellung und unsere Erwartung als in unser Partner. Und deshalb pflegen wir sozusagen die Beziehung zu unseren Erwartungen, zu unseren Sollvorstellungen manchmal liebevoller und halten die länger aufrecht als die Beziehung zu unserem Partner. Das kann zum Beispiel eine wichtige Frage sein. Also sind uns unsere Erwartungen wichtiger oder ist der Partner wichtig? Und das kann eine wichtige Frage sein, sich selbst auch ein Stück weit zu relativieren. Aber ich muss dazu einschränkend sagen, man muss auch ein bisschen Erfahrungen gemacht haben, um sozusagen, man muss Vergangenheit haben, um sie hinter sich lassen zu können. Ja? Das heißt, man muss auch Erfahrungen gemacht haben, dass man mit diesen Erwartungen nicht durchkommt, dass das Irrtümer sind. Ja? Ohne diese Erfahrung, ich glaube, wir lernen am Scheitern, an den Irrtümern, an den Fehlern viel, viel mehr als an den Erfolgen. Und deshalb ist nicht zu erwarten, dass das von Anfang an sozusagen vom ersten Tag an, das soll auch keine Anleitung für frisch verheiratete Paare sein, obwohl die es auch kaufen sollten, sondern man muss seine Erfahrung machen, um dahinter zu kommen, dass unter Umständen dieses Festhalten an den eigenen Erwartungen, an den Sollwerten, die Sollwerte lieber haben als den Partner. Und man tut dem Partner nichts Gutes, aber sich selbst auch nichts Gutes. Das ist ja eine Illusion. Die Aufrechterhaltung der Erwartungen würde einem selbst irgendwie nützen. Das ist ja gar nicht der Fall. Ein faszinierender Gedanke, finde ich. Also, dass wir unsere Erwartungen lieber haben als den Partner oder die Partnerin. Über das kann man, glaube ich, lange nachdenken. Aber wenn wir noch etwas dabei bleiben, eben bei der monatlichen Beischlaffrequenz, wenn beide kein Problem sehen in der Anpassung von Sollwert auf Istwert, ist natürlich einfach. Die Schwierigkeit in Partnerbeziehungen ist ja, dass meistens der eine andere Meinung hat als der andere. Also auch bei ganz banalen Dingen. Eben, dass, wenn beide einig sind, ist das Problem ja auch gelöst. Mhm. Aber wenn der eine am Sollwert und der andere am Istwert festhält, was tut man dann? Weil jeder hat das Gefühl, ich habe Recht oder ich brauche das. Ja. Oder nehmen wir auch Gespräche her. Man kann das ja, statt Beischlaffrequenz kann man auch Gespräche sagen, wenn man die Klischees hernimmt. Der Mann glaubt dann einfach nicht, mit so wenig Sexualität leben zu können. Und die Frau, wenn die 10 Gespräche statt nur ein Gespräch pro Monat will, die glaubt, sie kann nicht leben mit nur einem Gespräch. Man glaubt also eben, mit diesem zu wenig nicht leben zu können. Drum
versuchen wir so hartnäckig, den anderen zu bewegen, doch auf das Soll zu gehen? Sie haben eben so leichtfertig, Herr Küpp, gesagt, also dann ist es ja kein Problem, wenn beide derselben Meinung sind. Mhm. Ja? Ich halte das auch für ein Problem. Wenn man sich erst versteht, hat man sich nichts mehr zu sagen. Also ich glaube, dass der Unterschied in einer Paarbeziehung, auch der Unterschied in Bezug auf die Bewertung von solchen Dingen, durchaus etwas Belebendes sein kann für eine Paarbeziehung. Also ich würde zum Beispiel niemals eine Paarbeziehung mit mir selbst gerne haben wollen. Obwohl ich da ganz sicher bin, das ist und soll wert, wenn ich selbst mein eigener Partner bin, im Konsens gelöst werden. Es hat ja mal ein Buch gegeben von Eva Jäcki, ich sage mir selber guten Morgen. Ja. Aber das wäre Ihnen etwas zu wenig. Ja, also das würde mir nicht genügen. Ja. Ich glaube, dass das sogar der Normalfall ist. Also sozusagen, dass auch das eine Illusion ist, zu glauben, man könnte dieselbe Einstellung haben und denselben Wert zu bestimmten Dingen. Das Problem ist nicht, dass man sich auf einen Wert einigt, sondern dass man zum Beispiel auch den Wert, den der andere, der Sexualität oder was auch immer gibt, mit einrechnet in die eigenen Handlungen. Also nicht nur sich selbst irgendwo sieht. Wenn weiter darum gekämpft wird, mit welchen Argumenten auch immer, ich brauche, wenn es der Körper verlangt oder was es da für Vorstellungen gibt, dann ist nach einiger Zeit, spielt der Inhalt, um den es geht, gar keine Rolle mehr. Da geht es nicht mehr um die Beischlaffrequenz, sondern da geht es um die Frage, wer setzt sich gegen wen durch. Es geht also um Machtkämpfe, darum, wer hat hier das Sagen. Und das sind häufig destruktive Machtkämpfe, wo die Inhalte immer banaler werden, immer weniger eine Rolle spielen. Ja? Und das führte dazu, dass man eigentlich nicht mehr zusammenkommt. Ich will Ihnen aus meiner Paarpraxis ein Beispiel dafür geben. Ich hatte mal ein Paar gesehen, beide sehr nett, wenn man sie getrennt voneinander sieht. Also er war Architekt, sie war Kinderkrankenschwester. Und die waren fürchterlich in solche Machtkämpfe darum, wer hat Recht. Ja? Es ging nicht um Sexualität, es ging um was anderes, was ich Ihnen gleich erzählen will. Und ein wichtiger paartherapeutischer Lehrsatz lautet, je eskalierter es zugeht, also je stärkeren Waffen gekämpft wird, umso banaler sind die Inhalte, um die es geht. Ja? Und ich habe gefragt, worum geht es denn bei Ihnen? Der Mann bekam einen roten Kopf und sagt, bei uns geht es ums Klopapier. Sie wissen, in den entwickelten Industrieländern Mitteleuropas gibt es beim Klopapier zwei Abrollmodelle. Wenn das die Wand ist, gibt es das Klopapier-Abrollmodell, dass das die Klopapierrolle wandständig abläuft. Und es gibt das Modell, dass das Klopapier raumständig abläuft. Ja? Darum ging es bei dem Paar. Ja? Der Mann sagt, also wir haben neu gebaut, ich bin Architekt, habe es entworfen, wir haben drei Bäder. Morgens, wenn ich zur Arbeit gehe, gehe ich nochmal durch alle Bäder durch und hänge das Klopapier richtig. Wäre jetzt interessant, hier eine Umfrage zu starten, was meinte er damit? Ja? Ich komme abends nach Hause, das Klopapier hängt wieder falsch. Ja? Jetzt könnte man sagen, denen wir auf der sachlichen Ebene, können wir nicht einen Kompromiss machen? Ja? Haben sie schon mal mit Hakle feucht versucht oder irgendwas, also was dieses Problem löst? Oder wir machen das so, eine Woche hängt das Klopapier so, eine Woche hängt das so. Das geht völlig fehl, weil am Klopapier hängt dort mehr. Im metaphorischen Sinne. Da hängt, wenn man so will, die ganzen Gefühle von Autonomie. Da hängt die Vorstellung, dass wenn ich jetzt nachgebe in der Frage des Klopapiers und meiner Frau den kleinen Finger gebe, dann ist der ganze Arm weg und irgendwann bin ich weg. Das sind die Konsequenzen davon, wenn man versucht, sozusagen einen Konsens herzustellen und das mit allen Mitteln durchzukämpfen. Dann löst sich diese Frage, wer hat wem was zu sagen von den Inhalten. Es geht nur noch um Zahnpastatuben, die nicht ausgedrückt sind, ums Klopapier. Also darum nerven diese kleinen Dinge so, weil viel mehr dranhängt. Eben eigentlich der ganze Lebensstil, ja, oder eben, ja, auch die Wertungen. Ja. Und man hat den Eindruck, wenn ich hier nachgebe, dann ist alles, genau, futsch. Unterwerfung, Autonomie, Abhängigkeit, wer unterliegt wem, wer hat das Sagen und so weiter. Bei diesen Problemen hat man, oder
kann ich auch sagen, haben wir oft den Eindruck, nur wir haben diese Probleme. Die anderen, die können das alle viel besser lösen und die haben viel eine bessere Partnerschaft. Und da war es für mich also einfach erleichternd, zum Beispiel zu lesen in Ihrem Buch, Sie haben das vorher kurz erwähnt, dauerhafte Beziehungen haben dauerhafte Probleme, Konflikte und Themen. Sich einen dauerhaften Partner aussuchen heißt, sich ein paar dauerhafte Probleme auszusuchen. Also es ist eine Illusion zu meinen, man könnte die aus der Welt schaffen. Absolut. Beziehungsweise man sollte unterscheiden. Es gibt natürlich schon ein paar Probleme, die man aus der Welt schaffen kann. Aber wir konzentrieren uns sozusagen auf die Probleme, von denen wir denken, die dürften nicht sein. Ich habe das Beispiel Macken als ein etwas banales Beispiel eben erwähnt. Und dadurch verlieren wir häufig auch den Blick auf die Verhältnismäßigkeit, also auf die Probleme, die auch zu lösen sind. Weil uns die Probleme, die uns sozusagen als die Unlösbaren anschreien, die scheinen den höchsten Attraktionswert zu haben, den Partner so zu modellieren, wie wir ihn denken. Ja? Sie schreiben, entscheidend für Erfolg und Misserfolg der Beziehung ist die Art des Umgangs mit Konflikten, mit Problemen. Und Sie geben dann einige Hilfen dazu, die alle quer zum Zeitgeist liegen und deshalb aber sehr entlastend sind. Ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben, zu denen ich Sie bitten möchte, etwas zu sagen. Das erste, die Suche nach der Lösung von Problemen wird überschätzt. Schreiben Sie, also eben, für viele Lösungen gibt es kein Problem, für viele Probleme gibt es keine Lösung, also die Lösung und die Suche danach wird überschätzt. Ja. Der Zeitgeist sagt uns, alles ist lösbar, alles ist machbar, alles kann man kontrollieren, alles kann man steuern. Ja, aber schauen Sie sich den Zeitgeist doch sonst auch an, also man soll heute seine eigene Ich-AG sein, man soll aus seinem Leben das Tollste überhaupt machen. Und schauen Sie sich um, wie viele, die diesen Anspruch haben, dabei scheitern. Ja? Also wer Hoffnung hat, ist eh nur schlecht informiert. Das heißt, ich glaube, dass wir die Vorstellung, Probleme sind lösbar, überschätzen. Und die Vorstellung, dass man mit vielen Problemen leben muss und gar nicht so schlecht leben kann, dass diese Idee unterschätzt und damit natürlich quer zum Zeitgeist liegt. Dass die Lösung überschätzt wird, das tun nicht nur die Ratgeber, tun das nicht auch die Psychotherapeuten. Die Psychotherapeuten sprechen ja häufig immer von Arbeit und Bewältigung, von Trauerarbeit und Trauerbewältigung und Beziehungsarbeit und Beziehungsbewältigung. Das klingt alles so furchtbar anstrengend. Ja, für mich auch. Also man kann es vielleicht an einem Beispiel, als Paartherapeut oder als Psychotherapeut hat man ja gar nichts Anständiges eigentlich gelernt, außer mit den Leuten zu quatschen. Und eine der Vorstellungen, die mit dieser Beziehungsarbeit zu tun haben, ist immer wie die Aufforderung, reden Sie miteinander, kommen Sie zu uns in die paartherapeutische Praxis, wir begleiten Sie bei dem Miteinanderreden. Ja, dabei vergessen wir, dass die meisten Probleme in Paarbeziehungen ja durch Reden erst entstehen. Also dass da zum Beispiel die Vorstellung des Redens und das Reden Probleme lösen könnte, aus meiner Sicht überschätzt ist. Damit will ich nicht sagen, Reden kann nicht sinnvoll sein, aber es nur auf das Reden zu konzentrieren als dieser Lösungspunkt, kann unter Umständen zu Problemen führen. Ich habe in Österreich, als eben das Buch erschienen ist, ein Interview gegeben für die Zeitschrift Profil, gibt es die? Mhm. Und die haben eine Überschrift über das Interview gemacht, einen Satz herausgenommen und dieser Satz lautet, Klappe halten und aufs Meer schauen. Mir scheint, dass das auch für manche Paarbeziehungen, wo Probleme zerredet werden, herbeigeredet werden, miteinander geredet werden, und man versucht eine Beziehungsklärung zu machen, nach dem Motto, heute Abend setzen wir uns zusammen und reden mal über unsere Paarbeziehung. Das Ergebnis ist, der Rotwein läuft die Wand entlang, aber es ist nichts geklärt. Also das wäre ein Beispiel für die Überschätzung.
Insofern habe ich auch ein gewisses ambivalentes Verhältnis zu dem Job, den ich mache. Ich finde es einfach ganz wichtig zu sagen, eben wenn man daran denkt, zum Beispiel Michael Lukas Möller hat ja ein Buch geschrieben über die Zwiegespräche in der Paarbeziehung, wo ja genau das gesagt wird, man muss sich das ausmachen, man setzt sich hin, jeder redet eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, ich weiß nicht mehr, der andere darf nichts sagen und damit wird jedes Problem gelöst, wurde suggeriert. Und wenn man als Mann sagt, das Reden bringt gar nicht viel, hat man meistens schlechte Karten. Beziehungsweise man kommt die rote Karte gezeigt. Also es werden auch dann ältere Paare häufig denunziert. Ja? Also da sitzen zwei im Café zusammen und die reden nicht mehr miteinander. Matthias Jung, das sprachlose Paar. Ja. Es fällt einem zu jedem einfach sofort ein Ratgeber ein, wo genau das gebrandmarkt wird und gesagt, hier müsst ihr was tun und das ist ganz furchtbar, wenn ihr so ein sprachloses Paar seid zum Beispiel. In dem Zusammenhang ganz ein wichtiger Begriff für Sie ist die resignative Reife. Was meinen Sie damit? Resignative Reife statt Probleme lösen und klären und bereden und abschaffen. Also vieles haben wir schon angesprochen. Das ist der Versuch, das in einen Begriff zusammenzufassen. Die resignative Reife wäre eine Erfahrung, die man gemacht hat. Eine längere Zeit, Reife wird häufig verbunden auch damit, dass man eine gewisse Zeit der Reife hinter sich gebracht hat. Und die resignative Reife wäre die Resignation, das, was man an Erwartungen hat, nicht verwirklichen zu können. Wobei der Begriff resignativ natürlich auch eine schlechte Presse hat im Zeitgeist. Ja, das wird resignativ, wird mit passiv, vielleicht sogar mit depressiv und Ähnliches verbunden. Das hatte dieser Begriff aber im Ursprung überhaupt nicht. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen, resignare, und das heißt das Zurückgeben einer Bedeutung, einer Amtsbezeichnung. Also im Mittelalter war es so, dass ein Bürgermeister resigniert wurde, indem er den Titel wieder zurückgegeben hat. Also der Begriff der resignativen Reife versucht im Grunde genommen, das nochmal auf den Punkt zu bringen, was ich eben mit dem Kunstwerk des Bildhauers versucht habe zu beschreiben, das Aufgeben der möglicherweise nicht mit dem Leben vereinbaren Erwartungen, die man möglicherweise am Anfang einer Paarbeziehung noch hatte. Resignative Reife ist aber kein neues Ideal, keine neue Erwartung, die uns überfordert, sondern Sie schreiben, dass das ja gar nicht so schnell geht, sondern bis es dazu kommt, also zu dieser resignativen Reife, gibt es verständlicherweise oft lange Zeiten des Haderns, des Nörgelns, stehen Veränderungsversuche an und immer wieder auch Enttäuschung, Unglücksgefühle und Selbstmitleid. Vielleicht verstreichen nicht nur Jahre, sondern sogar Jahrzehnte. Das finde ich auch wichtig, also sich diese Zeit zu geben, diese Geduld aufzubringen. Aber da merkt man auch, beim Zeitgeist ist das nicht gefragt. Ich kenne viele Leute, die sagen, jo, solange eine Partnerschaft gut geht, solange ich mich da wohlfühle und es mir gefällt, ist okay. Und wenn das nicht mehr passt, aus, Wechsel, Schluss, hat überhaupt keinen Sinn, das zu ertragen und da weiterzumachen, eine neue oder ein neuer her. Das ist der Zeitgeist oder zumindest ein Upgrading vornehmen. Ja, also wenn das letzte Programm sozusagen nicht mehr ganz aktuell ist. In Deutschland gab es vor 2 Jahren, glaube ich, die sogenannte Abwrackprämie für alte Autos. Ja. Muss ich noch weiter erzählen? Also der Zeitgeist heißt, dass die Dinge eine kurze Laufzeit haben. Wenn verbesserte Versionen da sind, sollte man sich der verbesserten Versionen bedienen. Diesen Zeitgeist auf eine Paarbeziehung anzuwenden, ist natürlich fatal. Also da gilt aus meiner Sicht immer noch, bis dass der Tod uns scheidet. Was übrigens am Anfang einer Paarbeziehung durchaus eine Vorstellung ist, der niemand widerspricht. Aber wenn der Zeitgeist dann dazwischen kommt, kann unter Umständen diese Idee nicht weiter aufrechterhalten. Oder wenn es sozusagen nochmal in die schlechten Tage hineingeht. Ja? Das, was Sie eben vorgelesen haben. Aber inzwischen gibt es auch Vorstellungen, dass
die eigentlich subversiven, die lang andauernden Paarbeziehungen sind. Ich habe vor wenigen Tagen ein Interview mit einem slowenischen Philosophen, ich kann den Namen nicht recht aussprechen, Cicic, also Cicic, ein relativ bekannter postmoderner Philosoph, und der spricht davon, dass das eigentlich die subversive Idee ist. Er schildert da eine Frau, die ein gutes Leben geführt hat, indem sie mit zwei Männern ein Leben geführt hat, also ein sogenannter alter, flotter Dreier mit zwei Männern. Und dann ist sie das Risiko gegangen, sie hat einen geheiratet. Und das war ihr so anstrengend, dass sie wieder zu der alten Sicherheit zurückgegangen ist und ein Leben mit zwei Männern hatte. Also da wird, wenn man so will, die lang andauernde Idee auch zu einem subversiven Unternehmen. Aber es ist kein Unternehmen, was ich für Übermenschen oder für Heilige vorgesehen ist, sondern ich habe die Zahlen vorhin genannt, es gibt so viele Menschen, die es schaffen, ja, und die es schaffen, indem sie nicht unbedingt sehr viel dran arbeiten, sondern vieles weglassen, indem sie sich nicht mehr in ihre Erwartungen, in ihre Wünsche verlieben und die aufrechterhalten, sondern schauen, dass man möglicherweise mit dem, was gut genug ist, sich zufrieden geben kann und nicht unbedingt das Beste braucht, um mit dieser Einsamkeit, die uns alle umgibt und wo wir uns möglicherweise für eine Beziehung zu jemand anderem entscheiden, um mit dieser Einsamkeit besser umgehen zu können. Wir gehen das Buch mit großen Sprüngen durch, weil es natürlich nicht möglich ist, in einer Stunde ein Buch mit über 200 Seiten zu besprechen. Aber es soll anregen, soll neugierig machen, soll Interesse wecken für das, was Sie hier auch ausführlicher beschrieben finden. Und ein ganz wichtiges Stichwort, ein ganzes Kapitel widmen Sie der Tatsache, Sie schreiben, warum positive Illusionen vernünftig sind. Was meinen Sie mit positiven Illusionen? Warum sind die gut und vernünftig? Also zunächst mal gibt es ja die Vorstellung, dass jemand anderen, einen Partner richtig zu sehen, einen hohen Wert hat. Ja? Also wir wissen alle, in der ersten Phase der Verliebtheit, da zeigt sich der Partner von seiner besten Seite, oder wir haben eine sogenannte rosarote Brille auf, wir sehen ihn nicht richtig. Und mancher denkt dann, dass er vom Scheidungsrichter überhaupt erst gesehen hat, mit wem er da verheiratet war. Also, dass am Schluss sich sozusagen der richtige Blick einstellt. Meine Überzeugung ist die, beides sind Illusionen. Sowohl der Blick auf das sogenannte Schlechte des Partners, als auch auf die guten Seiten des Partners. Ich bin der Meinung, wir können einen anderen Menschen niemals richtig sehen, sondern wir haben einen Scheinwerfer, das gilt auch für andere Wahrnehmungen, wir haben einen Scheinwerfer, mit dem wir ins Dunkle leuchten, und im Scheinwerferkegel sehen wir etwas, was gerade beleuchtet ist, der Rest liegt im Dunkeln. Wir haben nicht die Möglichkeit, alles Dunkle auszuleuchten und richtig zu sehen, sondern nur den Scheinwerfer in unterschiedliche Richtungen zu lenken. Ja? Deshalb bin ich der Meinung, wenn wir schon nicht richtig sehen, sollten wir wenigstens die Illusionen, die wir uns über jemand anderen machen, so auswählen, dass sie für unsere Beziehung bekömmlich sind. Das meint die positiven Illusionen. Ja? Positive Illusionen verändern aus meiner Sicht beide, sowohl denjenigen, der die positiven Illusionen hat und dem anderen kundtut, als auch den Partner. Es ist einfach angenehmer, das Gefühl zu haben, man hat schon einen einigermaßen angenehmen Partner. Der Partner, der ins bestmögliche Licht gerückt wird, fühlt sich quasi dazu verpflichtet, diesem Bild zu entsprechen. Wichtig ist dabei bestmögliche, kein unmögliches, also das, was möglich ist. Ja? Und er wird versuchen, tatsächlich sich so zu verhalten, wie er vom anderen gesehen wird, als witzig, als was weiß ich was. Das heißt, das uralte Märchen von der Prinzessin, die den Frosch küsst, der dann zum Prinz wird, da ist was dran. Ja? Allerdings funktioniert das Umgekehrte auch. Wenn man den Partner im schlechtmöglichsten Licht sieht und das ständig kommuniziert, wird der Partner diese Eigenschaften irgendwann auch annehmen. Und dann ist es so, dass der Prinz, der jetzt geküsst wird, sich wieder in den Frosch verwandelt.
Ja? Wir haben also die Möglichkeit sozusagen zu wählen. Für mich war es sehr eindrücklich, als eine ältere Dame mir folgende Geschichte erzählt hat, die mir deutlich gemacht hat, welchen hohen Wert diese positiven Illusionen haben. Eine ältere Dame, die seit vielen Jahren, Jahrzehnten mit einem Mann verheiratet war und diese Beziehung als zufriedenstellend, manchmal sogar glücklich bezeichnet. Sie sagt, ich habe nach der Menopause, nach den Wechseljahren furchtbar zugenommen. Ich bin dick geworden, das war kaum zu glauben. Und mein Mann hat damals gesagt, ich mag dicke Frauen. Dann in den nächsten Jahren habe ich furchtbar abgenommen, auch auf der Grundlage von Krankheit und Ähnliches. Und mein Mann hat dann gesagt, ich mag dünne Frauen. Da wusste ich, dass mein Mann mich liebt. Schöne Geschichte, rührend, ja. Sie drucken ja im Buch auch den berührenden Text von diesem Lied an, bei mir bist du schön. Mhm. Das illustriert das auch auf verschiedenen Ebenen, was der Wert und was es bedeutet, positive Illusionen zu haben. Ja, ich blicke auf die Uhr. Wir werden dieses Gespräch bald einmal abschließen. Aber ich möchte vorher doch noch ein Kapitel besprechen. Mich freut es immer, dass bei diesen Vorträgen auch so viele Junge, so viele Schülerinnen hier sind, heute von der HAK, habe ich gehört. Und das bedeutet in Bezug auf die Partnerschaft, das sind Menschen, die ja oft noch eine Partnerschaft suchen, die am Anfang sind. Aber es gilt natürlich auch für 70-Jährige, die sich noch nach einer Bindung sehnen. Da gibt es die Idee, man müsste oder müsse den richtigen Partner, die richtige Partnerin finden und man müsse vermeiden, den falschen zu finden. Wie sehen Sie diese Ideen? Sind die vernünftig? Sind die hilfreich? Also die halte ich für äußerst unvernünftig. Wobei die einem ja auch nahegelegt, also die Idee, die Vorstellung, es gibt dort irgendwo da draußen den Richtigen, vielleicht sogar den einzig Richtigen. Das ist ja eine uralte Idee in der griechischen Philosophie. Platon hat diese Idee schon gehabt, dass uns sozusagen jemand vorbestimmt ist, der Kugelmensch, uns jemand vorbestimmt ist. Diese uralte Idee, mit der wird im Moment sehr viel Geschäfte gemacht über Internetportale, wo es Partner-Matchings gibt. Also da gibt man seine Personalien an, da wird man abgefragt, was ist deine Lieblingsraumtemperatur und Ähnliches. Und dann kriegt man sozusagen den richtigen Partner zugeführt. Ja? Diese Vorstellung, es gibt den richtigen Partner, führt dazu, dass schon kleinste Abweichungen, ist Sollwert, kleinste Abweichung quasi beweisend dafür sind, dass es wieder nicht der Richtige war. Also die Vorstellung, es gibt den Richtigen, er wird mir zugeführt, ich kann den irgendwie ermitteln oder gar die Vorstellung, ich habe ihn jetzt, ja, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass kleinste Abweichungen, und mit denen ist zu rechnen. Ja, wer schon mit Menschen zu tun gehabt hat, der weiß, dass es da Abweichungen gibt von Erwartungen, ja, ist dann der falsche Weg. Ja. Ich erzähle in meinem Buch eine Geschichte, die mit diesem Thema zu tun hat, mit der Frage, was ist das Richtige? Also sozusagen die Vorstellung des richtigen Partners heißt ja, es ist möglich, einen Volltreffer zu landen, mit Hilfe von Mathematik, mit Matching-Verfahren, dass man jemanden zugeführt bekommt und so weiter. Ein Jäger geht durch einen Wald und sieht auf den Bäumen Pfeile, die in den Bäumen drin stecken, und um die Pfeile herum Zielscheiben. Und er sieht, dass die Pfeile immer mitten im Schwarzen sind. Ja, also jedes Mal ein Volltreffer. Der Jäger denkt sich, ich gehe noch ein bisschen weiter durch den Wald, vielleicht treffe ich ja diesen Meisterschützen und ich kann ihn fragen, was seine Technik ist, dass er das schafft, immer einen Volltreffer zu landen, ja, um meine Technik etwas zu verbessern. Schließlich trifft er auch den Meisterschütze und fragt ihn, wie machst du das? Immer ins Schwarze, immer ein Volltreffer. Sagt der Meisterschütze, das ist ganz einfach. Zuerst schieße ich den Pfeil ab und dann male ich die Zielscheibe drum. Das scheint mir ein vernünftiges Vorgehen zu sein, auch wenn man Volltreffer in Paarbeziehungen erreichen will. Ja.
Also nicht davon auszugehen, das ist schon der richtige und kleinste Abweichung, sind ein Fall, sondern wir schießen mal einen Pfeil ab und dann schauen wir mal, wie wir die Zielscheibe drum machen. Ja, Sie schreiben, je genauer die Vorstellungen sind, was wir mit dem Partner erreichen wollen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, den falschen Partner zu haben. Der falsche Partner kann also nur im Rahmen der eigenen Vorstellungen zum falschen Partner werden. Genau. Etwas anderes, was am Anfang einer Beziehung eine Rolle spielt und was man dann oft auch bei der Hochzeit in der Kirche hören kann, die Vorstellung, wir sind ein Herz und eine Seele. Wir fühlen, denken, handeln gemeinsam und dahinter steht auch die Forderung, denke, fühle, handle wie ich, sei du wie ich. Ist das eine gute Voraussetzung für eine lange Partnerschaft? Also zunächst mal wahrscheinlich eine gute Voraussetzung, überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja, beziehungsweise für den Beginn einer Paarbeziehung. Aber wenn man einigermaßen die Augen und Ohren offen hält, dann wird man sehen, dass diese Idee nicht lange durchzuhalten ist. Ja, wir hatten das eben schon am Beispiel, dieses Innen soll Wärme sein und das Kalte soll draußen sein. Ein Herz und eine Seele, man soll sich vollständig verstehen und Ähnliches. Ja. Das ist auf die Dauer nicht nur mit dem Leben nicht vereinbar, das heißt mit der Organisation des alltäglichen Lebens nicht vereinbar, sondern es ist auch nicht vereinbar mit dem, was uns als Menschen ausmacht. Ja? Wir haben, das ist leider nicht von mir, sondern von Goethe, Goethe schreibt das im Faust, wir haben zwei Seelen in unserer Brust. Das heißt, wir sind nie eindeutig, psychologisch spricht man von Ambivalenz, ja? Also es gibt Liebe und Hass, der Wunsch nach Nähe und der Wunsch nach Distanz in uns. Wenn wir eine Paarbeziehung beginnen oder länger haben, haben wir sozusagen einen unlösbaren Konflikt in uns. Und zwar den Konflikt, dass wir auf der einen Seite natürlich ein Herz und eine Seele mit jemand anderem sein wollen. Das heißt, eine Verbindung zu haben, in der kein Blatt zwischen uns passt. Es gibt aber noch eine andere Seite in uns, das ist die Seite, dass wir auch Autonomie und Selbstständigkeit haben wollen. Und diese Seite, wenn die auf Dauer unterdrückt wird oder nicht beachtet wird, dann haben wir Probleme, wenn nur ein Herz und eine Seele da sind. Das ist auch medizinisch äußerst prekär, ein Herz und eine Seele zu haben. Das gibt kardiologische Probleme, das kann ich Ihnen sagen. Ja. Da muss dann sozusagen die Trennung vollzogen werden, chirurgisch. Ja. Und das Ergebnis kann sein, dass es unter Umständen, wenn diese Idee, ein Herz und eine Seele, auf konstant gestellt wird, also auf Biegen und Brechen durchgehalten wird, dass es dann zu unter Umständen unkontrollierten sich zu Wort melden der Autonomie-Seite kommt. Ja? Also zum Beispiel zu heftigsten Konflikten, unter Umständen sogar mit Gewaltanwendung, ja? Weil diese Seite nicht berücksichtigt worden ist. Wer sich zu nahe kommt, kommt sich ins Gehege. Ja, ich würde mich niemals mit jemandem streiten, der mir nicht nahesteht. Das heißt, dieser Konflikt, dieser Streit, unter Umständen auch Streit, der von außen fast mörderisch ausschaut, bedeutet nicht, die haben nichts mehr miteinander, sondern im Gegenteil, die haben sehr viel miteinander. Weil wer sich zu nahe kommt, kommt sich ins Gehege. Ja? Und eine Paarbeziehung ist nun mal nicht zu haben, durch die Aufgabe von Autonomie, ist aber auch nicht zu haben, wenn es nur die Autonomie gibt, sondern wir haben diesen unlösbaren Konflikt zwischen geborgen, verbunden, abhängig zu sein von jemandem und auf der anderen Seite den Wunsch, getrennt, autonom, selbstständig zu sein, den unlösbaren haben wir in uns. Den gilt es eigentlich nur immer zu balancieren. Diese beiden Beispiele, richtiger, falscher Partner, sei wie du, das sind zwei Beispiele, zwei Vorschläge aus dem Kapitel 7 Vorschläge, wie man seine Ehe zum Scheitern bringt. Ja, in dem Buch sind noch ganz andere Kapitel, die wir jetzt überhaupt nicht angesprochen haben. Zum Beispiel der Vorschlag, die Liebe vorübergehend auf Eis zu legen. Auch etwas, was überhaupt nicht zum Zeitgeist passt. Oder Dr. Retzer schreibt über
die eheliche Kampfkunst unter dem Motto, wie jetzt gerade gesagt, wer sich zu nahe kommt, kommt sich ins Gehege. Oder es gibt ein Kapitel, warum Vergebung, Vergeben wichtig ist. Ein Kapitel, warum Lachen gesund ist. Und es gibt auch ein Kapitel, wie man vernünftig Schluss macht, wenn die Ehe doch unter keinen Umständen weiterzuhalten ist. Über all das können wir jetzt nicht reden. Vielleicht gibt es von Ihnen Fragen dazu in der Diskussion zu dem einen oder anderen Punkt. Ich möchte nur einen letzten ansprechen. Sie schreiben, auf die immense Belastung und Überforderung der Ehe durch das Hoffen auf das Glück kann nicht ausgiebig genug verwiesen werden. Also das Hoffen auf Glück durch Ehe, durch Partnerschaft, durch Liebe ist eine immense Belastung und Überforderung der Partnerschaft. Und Sie schlagen deshalb vor, wieder quer zum Zeitgeist, Verzicht auf das große Glück. Gerade das erhofft man sich aber ja, weil die Welt so scheußlich und das Leben so gar nicht fair ist. Verzicht auf das große Glück, was bleibt dann noch? Warum soll man dann zusammen sein? Also ich hoffe, dass deutlich geworden ist, es geht nicht um den Verzicht auf das Erleben von Glück, sondern es geht um den Verzicht auf die Anstrengung, das Glück herstellen zu wollen. Das ist ein Unterschied. Ja? Das heißt, da könnte zum Beispiel auch die gefühlsmäßige Konsequenz daraus entstehen, dass wenn man nicht glücklich ist, und das ist man in langdauernden Paarbeziehungen über viele Strecken, ja, dass man nicht automatisch schuld daran ist, dass man nicht glücklich ist. Und wenn dann unverhofft das Glück doch kommt, und es kommt manchmal unverhofft, dass man dann, wenn man so will, es genießen kann, obwohl man es nicht hergestellt hat. Also der Verzicht, wenn ich sage, pfeifen Sie auf das Glück, damit ist eher gemeint, der Verzicht auf diese unsäglich anstrengenden und häufig zu Schuld und zu Selbstmanagementfehler, könnte man fast sagen, führenden Anstrengungen, darauf zu verzichten. Auf das Glück müssen Sie nicht verzichten. Wenn es denn um die Ecke kommt, fassen Sie es um die Hüfte und grüßen Sie es von mir. Wenn der Vogel Glück sich niederlässt, dann kann man ihn freudig begrüßen. Ja. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Danke. Vielen Dank. Ja, jetzt besteht natürlich wie immer die Möglichkeit für Fragen zum Gespräch, etwas, was Sie noch genauer wissen möchten, etwas, was Ihnen vielleicht überhaupt nicht gefallen hat, was Sie kritisieren möchten. Vielleicht ist es natürlich auch schwer in diesem großen Rahmen, das ist schon möglich. Aber wir möchten zumindest die Gelegenheit anbieten und fragen, wer von Ihnen sich zu Wort melden möchte und an Dr. Retzer eine Frage, eine Anmerkung hat. Das wäre dann sozusagen die Sprechstunde. Ja, oder ich weiß auch nicht, wie für Sie diese Überlegungen waren. Wie gesagt, ich habe sie einfach als unheimlich entlastend gefunden, als ich zum ersten Mal diese Gedanken gelesen habe, weil man üblicherweise einfach was anderes hört. Aber vielleicht finden Sie diese Überlegungen nicht entlastend oder traurig oder... Bitte, wenn Sie kurz warten, das Mikrofon kommt zu Ihnen, dass das auch alle okay hören. Ich muss nur sagen, dass ich... Ich habe es wirklich genossen und ich kann nur sagen auch, dass von meiner Erfahrung sehr gute Rat, ich weiß nicht Rat, aber Vorschläge und Dankeschön. Vielen Dank. Danke für diese Rückmeldung. Ja, gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist in Vorarlberg besonders schwierig. Da tut man sich schwer, wenn man redet. Über die Ehe zu reden, über Probleme.
Aber ich habe ja schon angedeutet, dass das kein Problem sein muss. Ja. Gibt es hier einen See in der Nähe? Bitte? Klappe halten und auf den Arlberg schauen. Und den Bodensee? Auf den Bodensee, ja. Ja, beim aktuellen Thema, da konnte man ja noch anrufen und sagen, für eine Bekannte von mir möchte ich fragen. Ja, das ist ja schön. Ne? Ich habe da einen Nachbar. Wegen der Beischlaffrequenz. Ja. Sehr schön. Bitte, ja, hier ganz vorne in der ersten Reihe. Bitte, ja. Ja, jetzt auf die Bekannte zurückzukommen. Die sagt zu mir auch immer, ja, du musst reden, du musst reden. Aber es wird dann nachher, wie soll ich sagen, wenn der Mann auf Durchzug stellt, was tut man dann? Dann hilft die ganze Rederei nichts. Vor allem, wenn man länger verheiratet ist. Ja, das ist vielleicht die Frage, ob das so gut ist, wenn die Frau mit der Freundin redet und klagt. Das ist ja auch so eine Mode, die Julia Onken, die Verena Karst, die beste Freundin, und die Freundin weiß viel mehr als der Mann und das ist unheimlich gut und man soll sich ja nicht aufregen über die hohen Telefonrechnungen, weil es ganz wichtig ist, was die Frauen da alles untereinander besprechen. Aber als Mann sieht man das manchmal etwas anders. Wegen der Telefonrechnung, meinen Sie? Na, eben. Sie bekommt von ihrer Freundin den Ratschlag, du musst reden. Ja. Und die Freundin bestärkt sie offenbar in einem Muster, das aber in der Partnerschaft keine Lösung bringt. Das meine ich damit. Also es gibt da sicher kein Patentrezept sozusagen. Ja? Aber ich mache die Erfahrung, dass... ich will mal so sagen, wenn man Probleme in einer Paarbeziehung sieht, dass sich sehr schnell Alliierte und Schlachtenbummler um dieses Kampffeld einer Paarbeziehung herum bilden. Ja? Das können Kollegen sein, das können Freundinnen sein, können Ähnliches sein, die dann mit guten Ratschlägen sehr nah dabei sind, ja? Aber häufig keine Unterstützung sind, sondern im Grunde genommen nur eine Verschärfung. Je mehr Schlachtenbummer und Alliierten dabei sind, umso weniger ist es möglich, dass die beiden, um die es geht, möglicherweise sich einig werden. Sich einig werden auch dahin, dass sie halt, oder die Nachbarin oder die Freundin oder wer auch immer halt einen Mann mit Durchzug hat, mhm. Ja, der auf Durchzug stellt. Oder möglicherweise auch die Überlegung, also die stelle ich zum Beispiel in Paartherapien, dass ich frage, was müssen Sie tun, dass Ihr Mann noch mehr auf Durchzug stellt? Weil wir haben ja so die Vorstellung in Paarbeziehungen, dass sozusagen die Verhaltensweisen, besonders diejenigen, über die wir uns beklagen bei einem Partner, nichts mit uns zu tun haben. Ja? Sondern wenn, dann haben die das mit der Mutter des Partners zu tun, die hat halt schlecht erzogen, jetzt muss man das ausbaden und Ähnlichem. Ja? Und da die Frage zu stellen, was müssen Sie tun oder was muss Ihre Freundin tun, damit Ihr Mann noch mehr auf Durchzug stellt? Das sind häufig andere Perspektiven, die dazu führen können, dass zum Beispiel das, was man selbst tut, um das Beklagenswerte beim Partner hervorzurufen, durch Unterlassung, wir sind wieder bei dem Unterlassen, möglicherweise positiv beeinflusst werden kann. Ja? Das in aller Allgemeinheit. Also ich will da nicht jetzt hier Paartherapie für Arme sozusagen. Aber es gilt auch natürlich auch also für Männer, für Freunde, also eben das, was Sie als Schlachtenbummler bezeichnen, das bringt im Moment vielleicht eine kurzfristige Entlastung, man wird seinen Frust irgendwie los, aber es bringt für die Paarbeziehung natürlich nichts oder im Gegenteil, es verschärft ja. Also vielleicht etwas erweitern, wir haben über das Kapitel Vergeben nicht gesprochen. Mhm. Ja? Wenn man solche Alliierten hat, dann kommt es ja auch, also was weiß ich, von der Freundin oder vom Freund natürlich, das ist auf der männlichen Seite in ähnlicher Form. Er sagt also, jetzt kann ich es dir ja sagen, ja? Aber ich wusste von Anfang an, dass du mit dieser Schlampe nicht zurechtkommst. Ja? Und so weiter. Und da gibt es also so eine Loyalität des Schulterklopfens und jetzt also nicht nachgeben. Ja? Das musst du durchziehen. Ja? Also jetzt kommt's. Ja?
dass sogar die Vorstellung bei jemandem zum Beispiel durch Vergeben einen Neuanfang zu machen erschwert ist, weil es eine Loyalität zu den Alliierten gibt. Also den hat man sozusagen, den Freund im Kreuz, den möchte man nicht verlieren. Und man ist dann gezwungen, wenn man so will, die Unterstützung, die man die ganze Zeit bekommen hat, die loyal nicht aufzugeben. Und das kann manchmal sogar Veränderungen in einer Paarbeziehung verhindern. Vergebung, denke ich, kann ein Thema auch für die Zukunft sein, wenn Sie vielleicht in einem Jahr wieder hier sind. Es gibt ja offenbar auch ein Seminar, das ja sehr gefragt ist. Also das ist schon ganz ein wichtiges Thema. Aber ich wollte es jetzt wegen der Kürze einfach nicht nur antippen, ja, weil es nur um diesen Zusammenhang so wichtig ist. Ja. Okay. Na, hinten ist die nächste Wortmeldung. Franz, ich hätte auch eine Frage an den bitte. Referenten. Und zwar klagen Frauen immer wieder darüber, dass sie sagen, Männer horchen ihnen nicht zu. Das heißt, das haben der Escher gesehen und der Mann sagt, nein, das habe ich nicht gehört. Der Markus, Dr. Markus Hofer vom Männerbüro der Katholischen Kirche in Vorarlberg hat einmal geschrieben, dass Männer die Fähigkeit haben, ihre Gehirnleistung auf 20% zurückzufahren und in solch einer Phase das gar nicht hören können. Können Sie das bestätigen? Ja, es gibt alle möglichen Geschichten, die erzählt werden, um etwas zu rechtfertigen, was den Unterschied zwischen Männern und Frauen aufrechterhalten soll. Die Nummer mit dem Gehirn und dann was weiß ich was. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja. Ich glaube, dass das Maß von miteinander sprechen, nicht miteinander sprechen, sich in einer Paarbeziehung weniger an Personen festmacht, sondern dass das ein kooperatives, das ist zumindest meine Sichtweise, ein kooperatives Zusammenspiel zwischen zwei Personen ist. Und ich glaube, man verpatzt dort eine mögliche Sichtweise, wenn man das jetzt als Eigenschaft von Männern oder Eigenschaft von Frauen, was immer das wäre, es gibt auch Eigenschaften, die an Frauen zugeschrieben werden, dass da verpasst man die Art und Weise, wie Frauen und Männer miteinander zusammenarbeiten, um möglicherweise Leidvolles oder Erfreuliches hervorzubringen. Das ist zumindest mein Ansatz. Ich möchte hier noch nachfragen, das war ja eine Zeit lang große Mode, jetzt ist sowieso etwas stiller geworden. Also eben diese Klischees zwischen Männern und Frauen, Frauen können nicht einparken, Männer nicht zuhören oder eben Frauen kommen von der Venus, Männer kommen vom Mars, das waren ja irrsinnige Bestseller. Bringen diese Klischees, also die werden ja dumm erzählt, weil man sagt, ja, wenn man die kennt, dann kann man den anderen besser verstehen. Wie sehen Sie das als Paartherapeut? Hilft das wirklich, diese Einteilung, dass es nur zwei Sorten von Menschen gibt, Männer und Frauen, und die sind alle gleich? Also das sind Erklärungen oder Theorien, die man anwenden kann. Bei Theorien oder Erklärungen bin ich gar nicht so sehr daran interessiert, ist diese Theorie, die Erklärung richtig oder ist sie falsch, sondern was sind die Folgen dieser Theorie? Ja? Also da würde mich im konkreten Fall immer interessieren, wenn in einer konkreten Paarbeziehung diese Klischees gehandelt werden, was sind die Ergebnisse? Sind die Ergebnisse im Sinne des Paares erfreulich oder nicht erfreulich? Und da kann unter Umständen eine falsche Theorie zu erfreulicheren Ergebnissen führen wie eine richtige Theorie. Also mich interessieren die Konsequenzen. Die Wirkung. Die Wirkung. Ich will ein Beispiel dazu erzählen. Zwei Freunde treffen sich und einer der beiden hat in der Lotterie einen riesen Gewinn gemacht, 1 Million Euro. Und der Freund fragt ihn, wie hast denn du das gemacht? Ich würde auch gerne mal in der Lotterie gewinnen. Sagt er, das ist ganz einfach. Es geht ja bei der Lotterie um das Lotterielos und dort um die Endziffer des Lotterieloses. Und ich habe das so gemacht, ich habe meinen Geburtstag genommen, ich bin am 4. Mai geboren und habe den Geburtstag meiner Frau genommen, die ist am 5. Juni geboren und habe die beiden Geburtstage, den 4. und den 5. miteinander multipliziert und hatte schon die Endziffer meines Lotterieloses, nämlich 21. Daraufhin sagt der Freund, hör mal, das stimmt doch nicht. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, du bist am 4. geboren, deine Frau ist am 5. geboren, wenn man das miteinander multipliziert, kommt doch nicht 21 raus, sondern 20. Daraufhin sagt der Freund,
wer hat hier in der Lotterie gewonnen? Das heißt, hier geht es nicht um die Frage, was ist das Richtige, sondern was sind die Konsequenzen des Richtigen. Das ist auch ein Grund, warum Mathematiker so selten eine Lotterie gewinnen, weil sie immer die falsche Lotsnummer ausrechnen. Also, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich prüfe Theorien, Vorstellungen, die uns populärwissenschaftlich immer wiederholt werden, die uns von den Neuromythologen, im Moment wird ja alles übers Gehirn erklärt, uns nahegelegt werden, weniger danach, sind die richtig oder falsch, sondern was sind die Konsequenzen für diejenigen, die sie benutzen, im Alltag zum Beispiel benutzen. Also eine falsche Theorie kann Gutes bewirken und eine richtige Theorie kann Schlechtes bewirken. Genau. Auch das ein Paradox des Lebens. Ja, vielleicht ist es an dieser Stelle ganz gut, mit dem Lachen auch hier einen Punkt zu machen und diesen Abend zu beenden. Zuerst möchte ich Ihnen, lieber Herr Dr. Retzer, ganz herzlich danken, dass Sie gekommen sind, den weiten Weg auf sich genommen haben und hier bei uns zu Gast waren. Ganz vielen Dank. Vielen Dank. Dann möchte ich mich bedanken bei allen, die mithelfen, dass diese Veranstaltung so reibungslos über die Bühne geht. Das sind eine ganze Reihe. Der Günther Arich, unser Haustechniker, an den Kameras der Jürgen Gorbach, die Martina Podgornik und Christine Brammer. Und die Regie führt Professor Ulrich Herburger, darum haben Sie hier diese tolle Übertragung. Und alles, genau das, was Sie hier gesehen haben, das sehen Sie auch im Internet. Also alle bisherigen Veranstaltungen sind im Internet abrufbar. Auch man kann es nur als MP3 herunterladen, aber eben man kann auch auf den Vollbildmodus gehen und dann sieht man das Ganze noch einmal so, wie Sie das hier gesehen haben. Dann bedanke ich mich beim guten Geist im Hintergrund, das ist die Gabi Pietsch. Sie hat die ganze Organisation mit der Anmeldung und mit der Kartenorganisation. Und schlussendlich bei Dietmar Brunner, er ist der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und er macht mit seinem Team diese hervorragende Bewerbung und Information über diese Veranstaltungsreihe. Euch allen ganz vielen Dank für diese Unterstützung. Ihnen danke ich, dass Sie heute gekommen sind. Ich hoffe, dass etwas von der Last vom Rucksack leichter geworden ist und dass Sie auch erleichtert nach Hause gehen können. Ganz herzlichen Dank und schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause.